Was wir jetzt erstes machen wollen, ist, wir wollen mal uns den Timer angucken. Der Timer ist ein wichtiges Instrument, um getaktet nach einer gewissen Zeit Sachen auszuführen. Ziehen wir den einfach mal hier in unser Projekt rein oder machen einen Doppelklick drauf. Und dann sehen wir hier schon verschiedene Eigenschaften. Wir haben den Intervall, Modifiers, den Namen, Enabled und Generate Member. Das Einzige, was wir brauchen eigentlich, ist der Intervall. Der Intervall ist eine Intervallseinheit, entspricht ungefähr, und das ist ganz wichtig, ungefähr einer Millisekunde. Die ist ungefähr, meiner Erfahrung nach, wirkt sich bei einer Intervallsdauer von 100, sprich einer Zehntelsekunde, wirkt sich das ungefähr auf 3 oder auf 1 Sekunde pro Minute aus, die der Rechner zurückhängt. Das ist bei genauer Zeitmessung natürlich nicht vorteilhaft. Da müsste man das Ganze dann mit vergleichen, machen oder sich eine neue Funktion ausdenken. Also ganz wichtig immer hier, es ist eine ungefähre Zeit. Denn Microsoft kann nicht genau vorhersagen, wie jeder Prozessor getaktet ist, und das hängt stark vom Prozessortakt ab, dieser Intervall. Der Einfachheit halber gehen wir jetzt davon aus, dass 1000 eine Sekunde genau ist, und wir wollen jetzt einfach mal diesen Timer benutzen. Jetzt lösche ich hier schon mal unser Private String wieder raus, denn diesen brauchen wir derzeit nicht. Und wie starten wir unseren Timer? Wie arbeitet dieser Timer und was gibt er eigentlich zurück? Um einen Timer zu starten, geben wir den Namen ein. Punkt Start. Wir sehen auch hier unten schon Stoppbefehl. Start, Stopp. So. Nun läuft unser Timer. Wenn unser Timer läuft, können wir parallel immer noch Prozesse ausführen. Also wir können jetzt Button-Klicks machen etc. Der Timer ist im Prinzip, wenn er läuft, eine unendliche Schleife. Sie läuft und läuft und läuft, bis irgendwas passiert oder sie angehalten wird. Das ist die Funktionsweise eines Timers. Würden wir eine richtige unendliche Schleife erzeugen, Beispiel hier für while, Klammer auf, Klammer zu, true, es wäre eine unendliche Schleife. Die wird immer laufen. Nach ein paar Minuten wird sich der Endnutzer fragen, ich kann nichts machen, das Programm rechnet und rechnet und rechnet und ich sehe eigentlich keinen Fortschritt. Das ist bei Timer nicht so. Wir haben einen Takt und da führt er immer diese Schleife aus. Um nun für den Timer Befehle festlegen zu können, machen wir Doppelklick auf den Timer und hier erzeugt uns Windows schon wieder eine neue Private Void. Und zwar Timer.Unterstrich-Tick. Im Tick ist jeder Intervall. Hier soll zum Beispiel jetzt einfach mal unser Label Punkt Text gleich, nehmen wir mal wieder eine Variable von oben, Zahl 1, Punkt toString sein. Und darunter dann Zahl 1 plus plus, um das Ganze um ein hochzuzählen. Führen wir das Ganze mal aus. Wählen wir unser Label, klicken auf Addieren. Jetzt kommt unser erster Tick. Und jetzt läuft ungefähr jede Sekunde läuft das jetzt ein hoch. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch irgendwann abbrechen, und zwar if Zahl 1, wenn das irgendwann mal größer 10 ist, dann soll Timer 1 Punkt Stopp, Klammer auf, Klammer zu. Und auch hier, wie bei den ToString, können theoretisch noch Parameter übergeben werden, die in diesen Klammern gesetzt sind. Nun läuft unser Timer also, bis unsere Zahl 1 nur so lange die kleiner 10 ist. Wenn sie drüber ist, stoppt der Timer automatisch. Wir sehen auch hier, jetzt haben wir unsere 10 erreicht und der Timer steht, so wie wir es ja auch haben wollten.
Denn wenn sie gleich 10 ist, ist sie ja noch nicht größer 10. Und erst wenn ihr hier den Schritt zur 11 macht, ist dieser Wert erreicht und der Timer hält an. Wenn Sie wieder addieren klicken, dann zählt er unendlich weiter, beziehungsweise nur ein, denn unsere Zahl ist immer noch größer als 10. Und so können wir Timer programmieren. Nun, wo ich eben schon erwähnt habe, dass der Windows-Timer ungenau ist, um zum Beispiel eine Stoppuhr zu programmieren, wollen wir doch mal nur gucken, wie können wir denn nur eine Stoppuhr programmieren. Dazu brauchen wir hier zum Beispiel oben die ganzen Variablen einfach mal gar nicht. Wir haben hier unseren Timer, den schiebe ich auch nochmal eben alles raus. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist Timer 1 Start. Hier wollen wir aber nun noch ein paar mehr Sachen gleich regeln. Wir brauchen erstmal neue Variablen. Manche Windows-Funktionen haben auch eigene Variablentypen. Zum Beispiel haben wir hier eine Variable mit dem Typ Daytime. Und die nennen wir jetzt einfach mal Startzeit. Und diese ist gleich eine neue Variable des Typ Daytime. Dieses mit dem New Daytime ist ein Klassenoperator. Als nächstes können wir dann noch eine weitere Variable bestimmen mit der aktuellen Zeit. Diese brauchen wir theoretisch aber nicht. Bevor wir jetzt unseren Timer gleich starten, wollen wir erstmal festlegen, wann soll unsere Stoppuhr anfangen, und zwar eigentlich auf Buttonklick. Also schreiben wir Startzeit ist gleich. So, gucken wir erstmal von hier oben, weil er es gerade ja nicht übernehmen wollte. Ist gleich die Daytime-Funktion. Punkt now. Semikolon. Also die aktuelle Zeit wird nun als Startzeit gewertet. Gehen wir nun in unsere Form und sagen einfach mal, er soll ungefähr jede halbe Tausendstel das Ganze vergleichen. Und gehen wir nun hier und nehmen den Timer Tick. Dort schreiben wir nun auch eine neue Variable von Typ TimeSpan. Diese wird wie folgt festgelegt. System.TimeSpan, dann ein Name, nennen wir jetzt einfach mal Differenz, ist gleich unsere Startzeit es ist nur die Startzeit Punkt Subtract, also subtrahieren, und zwar von Daytime.now. Um diese Differenz, keine geschweiften Klammern, diese Differenzen auszugeben, können wir einfach sagen, Label 1.text ist gleich Differenz.toString, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt eine schöne Stoppuhr haben. Ja, die haben wir. Zwar eine, die schön rückwärts läuft. Wir haben hier die Stunden, Minuten, hier unten die Sekunden und die ganzen Tausendstel, Millionstel, Zehnmillionstel. Und davor das Minus, denn das ist ja weniger geworden. So sind wir auch in der Lage, eine genaue, ihr habt ja gesehen, wie genau, eine Stoppuhr mit den ungenauen Timer
für Windows zu erstellen. Das war auch schon das erste Praxisbeispiel, was man mit C# machen kann.